Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Heute geht's mal wieder nach Frankreich. Genauer, endlich mal an die französische Atlantikküste. Dort war ich nämlich bisher noch nie und La Rochelle steht schon sehr lange auf meiner Liste der begehrenswerten Ziele. Ich habe mich mit meinem Freund Elmar verabredet, der in der Nähe von Saint-Étienne wohnt und selbst seit 2018 Pilot ist. Er hat seine Homebase auf genau diesem kontrollierten Regional-Airport im Département Loire, dessen Hauptstadt Saint-Étienne ist. Hier ist die gesamte Flugroute dargestellt. Aus der Eifel nach Saint-Étienne, dann an den Atlantik, zunächst nach Rochefort, dann nach La Rochelle, anschließend die Küste hinunter über Arcachon bis fast nach Biarritz, eine ungeplante Landung und Übernachtung in Mimizan und dann, wegen aufziehenden schlechten Wetters, wieder zurück nach Saint-Étienne und in die Eifel. Ich fliege an einem Mittwoch, studiere also entsprechend penibel die RTBAs und AZBAs, die ich hier in diesem Video schon einmal erklärt habe. Heute Morgen sind gleich mehrere Tiefflugbereiche aktiv. Ich bin gespannt, wie ich durchkommen werde. In diesem Video habe ich einige relevante Situationen auf meinem gut dreistündigen Flug nach Saint-Étienne zusammengefasst. Nun geht es los, kurz nach dem Start, mit der Anmeldung beim Fluginformationsservice, der meinen Flugplan öffnet und mich bis an die Grenze nach Frankreich begleitet. Lange Information, schönen guten Morgen. Delta Mike Echo, Mike Zulu. Mike Echo, Mike Zulu, lang guten Morgen. Delta Mike Echo, Mike Zulu, eine CT, eine Person. Soeben gestartet in Mendig mit Flugplan nach Saint-Étienne, Frankreich. Lima Fox Mike Hotel, durchsteigt 2300, steige auf 35 und erbitte Fluginformation. Flug 4451 QNH 1016. Delta Mike Zulu, das QNH 1016 und Squawk 4451 kommt. Delta Mike Zulu, bitte bestätigen, Flugplan geöffnet. Ja, der Flugplan ist geöffnet. Wunderbar, bedanke mich. Mike Echo, Mike Zulu. Mike Zulu hört. Ich kann Straßburg rufen, 119450, guten Flug. Hier Mike Zulu ruft die 119450, danke, schönen Tag, tschüss. Straßburg Info, good morning and bonjour, die Delta Mike Echo, Mike Zulu. Ja, Mike Echo, Mike Zulu, Straßburg, bonjour. Bonjour, this is Delta Mike Echo, Mike Zulu. Type of aircraft is CT, Charlie Tango, one person, VFR with flight plan from Echo Delta Romeo Echo to Lima Foxtrot Mike Hotel. Current position is 5 minutes north of Saint-Louis, Echo Delta Romeo Juliet, and request flight and traffic information. Mike Zulu, Squawk 4710, QNH 1017. Delta Mike Zulu, QNH 1017, and Squawk 4710, coming up. Delta Papa Lima avec Falsbourg 118-45, transpondeur 7000. 118-45 avec Falsbourg, transpondeur 7000. Bonne journée, au revoir. Oui. So, und nun, nach der Anmeldung bei Straßburg, wird's zum ersten Mal spannend. Kurz hinter der Grenze zu Frankreich geht's schon los mit den ersten RTBAs. Werden sie aktiv sein? Dann müsste ich runter auf 600 Ground. Im anderen Fall kann ich hier auf 3000 Fuß bleiben. Also frage ich lieber mal nach. Delta Mike Echo Mike Zulu, just a question. The restricted area, Romeo 4-5, November 4. Is it
Inactive at the moment. This is my information. Delta Mike Zulu, the Romeo 45 are not active. Delta Mike Zulu, Romeo 45 not active at the moment. Thank you. Alpha Golf pour débuter la descente vers le nom et pour quitter. Alpha Golf Transponder 7000 et vous pouvez dès maintenant quitter la fréquence. Pour information, la zone de double rofen de tir au dauphin est active. Alpha Golf c'est bien pris et je quitte la main, bien sûr. It's left to right 900 feet below. It is a Piper Alpha 28. Delta Mike Echo Mike Zulu, I have the traffic. Visualise le trafic Delta Papa Lima. Lima, une fois croisé, contactez Lorraine sur 119-12. Und dann passiert etwas, was ich an dieser Stelle hier östlich von Nancy bisher noch nicht erlebt habe. Wegen Fallschirmsprungaktivitäten soll ich O'Shea rufen. Wäre ich nicht schon mal durch die Kontrollzone des Militärplatzes O'Shea geflogen, hätte ich vermutlich mit dem Ortsnamen nichts anfangen können und hätte ihn erst suchen müssen. Aber so weiß ich sofort, dass es sich um militärische Einsätze handelt, von denen hier gesprochen wird. Delta Mike Zulu, go ahead. If you read me for information, there is a dropping activity over at the Aslo Lima Fox Echo X-ray on your right side for 5 miles. Delta Mike Echo Mike Zulu, roger, we're looking out. Contact O'Shea 127.250, goodbye. Delta Mike Zulu. Will contact O'Shea 127.250. O'Shea Airport, good morning. Delta Mike Echo Mike Zulu. So, Delta Echo Mike Zulu, call you back. Avec Mike Zulu, O'Shea Escro Country 601. Delta Mike Echo Mike Zulu, I didn't copy that, say again please. Country 601. Delta Mike Zulu, Squawk 3601 coming up. Delta Mike Zulu, radar identified, transit is approved, QNH 1017. Delta Mike Echo Mike Zulu, transit is approved and QNH 1017. Confirm type of aircraft, how many persons on board? Delta Mike Zulu, one person. And type of aircraft, Mike Zulu? Type of aircraft is CT, Charlie Tango. Mike Zulu, O'Shea. Delta Mike Zulu, go ahead. Leaving my area, you can leave my frequency, QNH 1017, no traffic to report, and Squawk 7000, bye. Squawk 7000, thank you for crossing. All information, good morning and bonjour, Delta Mike Echo, Mike Zulu. Mike Echo, Mike Zulu, Basel, bonjour, passez message. Delta Mike Echo, Mike Zulu, type of aircraft is CT, Charlie Tango, one person, VFR with flight plan from Echo, Delta, Romeo Echo to Lima, Foxtrot, Mike Hotel. Current position is 11 miles southwest of Lima, Foxtrot, Sierra Echo. In 2,800 feet for flight information, please. Squawk 3430, QNH 1017. Delta Mike Zulu, QNH 1017, 3430.
Und nun folgt die erste RTBA, die aktiv ist. Der Controller macht mich von sich aus darauf aufmerksam. Ich vergleiche noch einmal die Bezeichner und vergewissere mich, dass wir von demselben Luftraum reden. Danach sinke ich auf 600 Fuß. Delta Mike Zulu, you are identified. For information, Romeo 45 Sierra 1 is active. Delta Mike Echo Mike Zulu, that is copied. Romeo 41 is active. You have to cross below or above. Delta Mike Zulu, okay, understand. I can cross in 600 feet above ground level. My Zulu, you are out of the Romeo 45 for the last 2 minutes, so if you wish, you can come. Zulu? Delta Mike Zulu, roger. You are out of the Romeo 45, if you want to climb, no problem. You just have the TMA of Luxair above. Delta Mike Zulu, roger. Delta Mike, Echo Mike, Zulu, due to some clouds, I'm climbing to 3000. Oscar, Sierra Kilo Whiskey, for information, I see a VFR traffic final runway 02. You have visual contact on the Darwa? We have city on Darwa site, and we copy 02, Oscar, Sierra Kilo Whiskey. So, just to cancel IFR and proceed VFR about Darwa. IFR consoles now and contact Darwa 119.550. Do not forget to close your flight plan once on ground. Bye bye. It's switching Darwa 119.55. Cancel IFR present time and we'll close the flight plan on the ground. Oscar, it's actually risky. Thank you. Say again, please ask 562 Juliet. 562 Juliet, after your approach, you will go around, I guess. For Lima Foxtrot, Lima Sierra. And we heard La Tour du Pin, right turn. What about the flight level? Zero. Zero, thank you, 356 Juliet. Copy, it's additional now, altitude 4000 feet, you're cleared for the NDB approach. 4000 feet and cleared for the NDB approach, and school 356 Juliet, thank you. School 356 Juliet, contact the Dell Tower, 130775, talk to you later. 130775, next to the Juliet. The Mike Echo Mike Zulu? Delta Mike Echo Mike Zulu, go ahead. The R45 is active, are you aware of that? Romeo 45 is active, but I think I can cross it above. I think it's okay, you're above. You may contact the Lyon information on 135.2. Have a nice day. 135.2, Delta Mike Zulu. Go, thank you. Lyon info, Delta Mike Echo Mike Zulu. Good day. Die kriege ich noch nicht. Delta Mike Echo Mike Zulu request leaving frequency for Tower Saint Etienne. Delta Mike Echo Mike Zulu, I call back short with traffic information. Please remain on my frequency. Delta Mike Zulu, understand, remaining on this frequency for a moment. For the next 2 minutes, I call you back with traffic information. Okay, thanks. Du Fox JFECO, on passe à
Cet écho reçu, un trafic dans vos midi à 1h, actuellement stable à 2100 pieds en route opposée, 2 nautiques. Rappel visuel. Aussi, on rappelle visuel. Mike Echo, Mike Zulu, so the traffic is not a problem actually. So, Squawk 7000, you can leave my frequency, bye-bye. Delta Mike Zulu, Roger, leaving frequency, Squawk VFR and contact Sun-Tien Tower. Sun-Tien Tower, good morning and bonjour, Delta Mike Echo, Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, good day. Yes, good day. Delta Mike Echo Mike Zulu. Type of aircraft is CT Charlie Tango. One person, VFR, with flight plan from Echo Delta Romeo Echo. Current position is 10 miles north of reporting point November Echo in 3400 for landing, please. Mike Zulu identified the Squawk 1267 and report November Echo. Delta Mike Zulu will report November Echo and Squawk 1267. Mike Zulu, if you prefer, you can also, from position, join Long Final Runway 17. It's up to you. Long Final on Runway 17. Correct. Mike Zulu, for information, QNH 1017 and visibility 10 km, clouds broken 900 feet on, over the field. Delta Mike Zulu, Roger, QNH 1017 and visibility is okay from my point of view. Perfect. My position now is November Echo in 3600, next report, turning final 17. Delta Mike Zulu approved, you are number one, report turning final. Delta Mike Zulu, number one, will report turning long final 17. Inzwischen sinkt die Wolkenuntergrenze auf einen Wert, der sich nahe meiner Toleranzgrenze befindet. Das ist zunächst noch nicht bedrohlich, denn nur ein paar Meter über mir sehe ich blauen Himmel. Das wäre also mein Notausgang, sollten mich die Wolken weiter nach unten drücken. Die vom Tower gemeldeten 900 Fuß AGL entsprechen andererseits ziemlich genau der Standardhöhe für Platzrunden, sodass ich sehr guter Hoffnung bin, den Flug auch noch planmäßig zu Ende zu bringen. Und dann fällt das Gelände abrupt ab. Die Sicht wird schlagartig wieder besser und ich sehe auch die Piste. Das war's. Nun steht meiner Landung in Saint-Étienne nichts mehr im Wege. Delta Mike Zulu, turning long final, runway 17 right now. Delta Mike Zulu, runway 17, clear to land, wind 300 degrees forward. Delta Mike Zulu, runway 17, clear to land.
Delta Mike Zulu, runway vacated. I didn't copy your last info second, please. Do you wish to go inside the hangar? Yes, I have a reservation for hangar, but I don't know which one. Any, I have a guy from the aero club with me. He says you can go to any stand inside the hangar, in the middle of the hangar, if you wish. Okay, understand. This hangar on my right side here? That's correct. Okay, great. And your VFR flight plan is closed. Very good, thank you very much. Somebody tells me that he's going to come and help you to enter your plane in the hangar. Yes, exactly. Have a good day in Saint-Etienne. See you. Thank you very much. Beim Anflug auf Saint-Etienne hingen die Wolken bedrohlich tief. Das ist im hügeligen Gelände nicht wirklich angenehm. Aber das war auch schon das Einzige, was meinen ansonsten sehr angenehmen Flug ins Zentralmassiv Frankreichs noch hätte zum Problem werden lassen können. Nun freue ich mich sehr auf den morgen geplanten Flug nach La Rochelle. Delta Mike Zulu, leaving frequency. Until tomorrow. Bye bye. Delta Mike Zulu, have a good day. See you.